Now what? Huh? Strange things are. Ach, jetzt kommt der aus der Zukunft, ne? Genau. Hey Sam, who are you? I'm you from the future. It's complicated, just roll with it. It's not the weirdest thing that's happened this week. Listen up, your team's safe. Hellfire took care of that, but that weasel Brand has the Grail and is headed for the portal. Now, in this version of the timeline, you landed too far to the east. But don't worry, I got you covered. Thanks, buddy. Good to know I have my back. What can I say? We're a great guy. Sir, the pyramid is done charging. All right, I'm coming. Zack, weg war er. Interesting. Mal gucken, ob ich dir jetzt hinterherlaufen muss oder ob ich auch so ein Gerät kriege. Stimmt, ja. I thought you were dead. I got better. What happened? This thing doesn't have GPS. No, I meant to you. What happened to you? Oh, the usual stuff. Got drugged on a train, jumped from a plane, talked to my future self, and now I don't know how to get to Tunguska. I don't even... Okay, okay, give me a sec. Und das Ding ist voll verrostet. Ja, voll die alte Möhre. Oh, 56k Modem. Always a pleasure. Ja, muss man gar nicht selber fahren, stimmt ja. Mhm. Musst du aber eben doch erst so überlegen. Liegt bei dir da auch schon eine Leiche? Ja, jetzt, ja. Er war die schon vorher da. Ah, er hat den Kopf abgefahren. Ja. This is non-standard use of vehicle. Fly me to the noon. I do not understand. No? How about, don't lose your head? You confuse me. Is this joke? Okay, soldier. You have no sense of humor. Which way to the big battle? Thanks. Have a nice day. It is not likely. Ja, und der denkt auch, der hat an einer Mütze. Ja, vor allem schön im T-Shirt hier. Ja, stimmt. Waffe wieder. Oh, hier gibt's einige Waffen. Oh, oh, oh. Jawohl, endlich wieder. Oh, das sieht doch gut aus. Ding. Ich habe meinen Sender umgestellt. Oh, hier gibt's denn die Mission. Ach, ich muss erstmal die ganzen Waffen einsammeln. Das Scharfschützengewehr ist ja auch da. Mhm. Wo gibt's eine Nebenmission? Ich komme gleich mit. Ja, warte mal. Ich habe auch noch nicht alles eingesammelt, oder? Ja, hier hinten gab's doch die. Also ich weiß nicht, ob du schon das Scharfschützengewehr hast. Hast du ja, ne? Ja. Dann zeig mal die Nebenmission. Mhm. Oder, ah ne, das... Doch, gibt eine Nebenmission, ja. Dachte eben, ich hab mich verguckt. Ach, wir kriegen ein Rage-Serum, wenn wir das machen. Ah, brauchen wir das, oder? Ja, nicht unbedingt. Nope. Nehmen wir ruhig mit, ja? Ja. Alter, mir wird jetzt schon kalt, wenn ich sehe, wie er da langläuft. Wie diese Tante aussieht mit ihren Augen. Na? Oh. Vielleicht sieht es bei dir nicht so komisch aus, bei mir sieht das super komisch aus, als hätte die so ganz eigenartige Monsteraugen. Oh. Zack. Alter Falter, was ist denn hier los? Jetzt geht's ja wieder richtig ab. Ja, jetzt kommen sie alle.
Dann nehme ich mal die Gatling. Oh. Die laufen alle hinter dir hinterher. Sieht so geil aus. Jetzt kommen die Vampire auch schon wieder. Ja. Ganz nice, ne? Ja. Kann man auf jeden Fall gut einsammeln, ne? Ah, hier ist noch eine Spezialwaffe. Ah ne, hier ist das Serum, ne? Was man jetzt. Wutserum, okay. Nobody ever listens to Quinn. I have a degree in crisis management, but does that matter? Nope, we just do whatever. Ich finde, der ist ja so schon immer wütend. Oh, da ist noch ein Kollege. So true. Bing. So, weg ist er. Krass, ich dachte schon, wo kommen denn die Geräusche her? Na gut. So, ist hier noch was? Das war's schon, ne? Ja, ich glaube schon. Ich guck hier nochmal rein, aber es ist ja immer. Ist ja alles. Zack, ja. So, wenn ich das immer so sehe, kriege ich immer Panik, ey. 1800 Meter oder so. Aber wenn man das erstmal zockt, dann ist man ja ratzfatz da, ne? Genau. Ist da hinten lang? Wie schnell der 100 Meter... Ach du meine Güte. Ich habe auch gedacht, wir kriegen irgendwie so eine Art Schlitten oder so, wo wir mitfahren können. Ja. Das dachte ich auch. Sorry. Oh mein Gott, hier kannst du die mal hinter mir abknallen? Ja. Alter. Die sind doch nicht so schnell. Jetzt geht's aber ab hier. Die ganzen Bäume müssen leiden. Okay, haben wir. Ja gut. Die Frage, wie kommen wir denn jetzt da hoch, ne? Na, hier hinten. Ah, da kommt noch einer. Oh. Ach so, hier geht's gar nicht weiter, oder was? Nee, ich weiß jetzt da nicht. Da hinten ging so ein Pfad hoch auf jeden Fall. Ja. Auch gedacht, dass man hier vielleicht hoch kann, aber nee, da rutscht da immer. Oh, da muss man komplett wieder hier raus. Ach du heilige Neune. Da wo wir hergekommen sind. Deswegen ist das auch so weit weg. Alter, da müssen wir aber echt laufen, ey. Das gibt's ja nicht. Hey, hier geht's auch nicht hoch. Nee, irgendwie. Hier überhaupt hoch. Okay, ich drück mal C. Wer sagt hier lang? So. Ah, ich mach die hier oben mal alle platt. Hier geht's hoch. Schon oben ist der. Ah, und jetzt gerade. Wie lange der schreit, ne? Und wenn er dann angelaufen kommt, ey, unglaublich. Jetzt muss er wahrscheinlich geradeaus, denke ich mal, ne? Ja.
Alter. Das ist, wenn der läuft, ist das echt Need for Speed Geschwindigkeit hier. Geil mit diesem alten Need for Speed, wo man Bus fahren konnte. Ja. Und Need for Speed Porsche kenne ich auch noch. Stimmt, hab's auch, das war auch nicht schlimm. Ja. Ich weiß noch, da gab's so Cheats, da konnte man dann irgendwie den besten Motor in den Bus reinbauen. Mhm. Dann ist man damit durch die Gegend gedüst, so volle Kanne. Ja, es, also die haben echt. Es gab so viel damals auch. Ich weiß noch, es gab ja auch diesen Bloodpatch.de, die Seite, und. Ah, ich glaube, hier geht's lang. Und dann, dann gab's noch, oh, was waren das noch? Oder war das die schon, die ich meinte, Bloodpatch.de? Da habe ich damals Soldier of Fortune, da konntest du dir dann so Textdateien runterladen oder konntest dann irgendwas verändern, dass du dann auch überall Blut hast und Körperteile abtrennen konntest und so. Ja, genau, das war noch crazy. Ja, Massen von Gegnern rumlaufen, ne? Unglaublich, echt. Ja. Kann sein, dass wir irgendwo die Kanone übersehen haben. Ich sehe hier überall diese Kugeln. Das kann sein. Ja, ob hier hinten noch eine liegt oder so. Das könnten auch diese Helme sein, die ich sehe. Alter Schwede, ey, das ist aber ja wieder Alarm im Laden. Ah, warum habe ich nicht unendlich. Oh Gott, hinter mir ist ja alles voll. Es geht richtig. Ja. Ist die Gatling Gun nicht warm läuft oder heiß läuft? Ja, das ist echt von Vorteil. Es gibt gar kein Ende hier. Es gibt ja, wo kommen die denn alle her? Alter, wenn du das auf hart spielst, ne, dann hast du aber ein Fest, ey. Ah, ich frage mich, wie man die reiten kann. Okay, das wäre ja mal was. Ah, jetzt kann ich's. Hier, ich reite den. Du bist doch voll geil. Warte mal. Okay, wie hast du das gemacht? Das ist auch ein Skill. Das kannst du skillen. Ist auch nice. Dann kannst du, wenn die an dir dran sind, dann kannst du E drücken. Mhm. Dann steigt er drauf. Ich habe auch gesehen, man kann seine Skills ganz leicht umlernen. Okay. Also einfach, warte mal, ich guck mal. Hä? Wenn man auf die jeweiligen Skills einfach links festhält, dann lernt er, verlernt der mhm. die und dann kannst du die neu lernen. Ah, okay. Dann wollte ich mal das Reiten ausprobieren. So. Vergessen, wie kann man nochmal hier diese 3D-Perspektive ändern. Oh. Ah, scheiße. Kommen ja noch mehr.
So, Gesundheit voll. Ah, mit H, okay. Aha, war das? Okay. So, ich gucke mal, kann ich eigentlich noch Punkte vergeben? Nö. Aber du kannst, wie gesagt, ja auch umlernen. Da kannst du auch reiten. Okay, ja, ist auch geil. Obwohl ich muss sagen, mir hat das schon gereicht, als ich hier bei Pumpkin Jack geritten bin. Also das war ja auch, da kam ich mir auch doof vor. Ja. Aber es sieht schon witzig aus. Hat so ein bisschen was von Star Wars, finde ich. Ist auch eine Episode, da reiten die doch dann, ich glaube Anakin Skywalker, der besänftigt doch dann auch so ein Vieh in so einer Arena und reitet dann darauf rum. Ja, so. Vor allem finde ich es aber schwierig, da drauf zu steigen, sozusagen. Weil die bollern ein volles Map weg, bis man da irgendwann draufsteigen kann. Ah, jetzt müssen wir hier oben weiter, ja? Keine Ahnung, aber hier gibt es auf jeden Fall ein Geheimnis oben. Ah! Der Testbefahren. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Also, ne, ich versuche mich mal. Ah, hier oben ist auch noch ein Geheimnis. Ja, genau. Wie kommt man da hin? Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja, dann mal gucken. Kommt der hier hoch? Ne. Hast du einen Weg gefunden? Nö, nee, ich bin noch am Suchen. Hier lang? Nö. Nee. Das ist unglaublich, irgendwie. 2000 Meter. Vielleicht gibt es da irgendwo eine Höhle oder so, wo man durchlaufen kann. Weiß ich nicht. Das wäre auch geil. Ja. Ich guck nochmal weiter vorne. Jo. Ich komme mal in deine Richtung. Ich weiß doch gar nicht mehr, wo wir herkamen. Nee, ich auch nicht so richtig. Also, der Berg kommt mir bekannt vor, aber... Jedenfalls der Schneeberg da im Hintergrund. Nee, da geht's auch nicht weiter. Ah, hier, wow. Aber bevor ich große Töne spreche. Warte, ich komme mal in deine Richtung. Das ist ganz gut gemacht mit dem Pfeil. Ah, Hallöchen, hi, grüß dich. Wir haben einen Besucher. Gottes Willen. Gottes Willen, genau. Aua. So. Ja, das könnte jetzt die Richtung sein hier. Na, ja. Ich weiß nicht. Oh. Warte mal, gibt's. Hier ist keine Schräge, ne? Vor allem dieses komische Ding hilft überhaupt nicht. Nee, irgendwie nicht. Zeigt's auch in die Richtung. Ja, ich geh mal da lang, wo es hin zeigt. Um Gottes Willen, soll ich wieder gehen? Oder, was steht da? Oder du nicht gewöhnt, dass jemand zuschaut? Nee, war ein Scherz. Das ist unser Humor, so zu reden. Bleiben Sie hier. So. Das sage ich dir. Ja. Wo geht's denn hier weiter? Ah. Hast du was gefunden? Nein. Okay. Warte mal, ich hüpf mal in die Richtung. Aua. Hier runter. Warte mal, hier ist ja auch. Hier geht's ja auch schräg hoch, ne? Ich versuch's hier mal. Vielleicht kann man ja auch einmal um die Bergkuppe rumrennen. Das kann sein. So, ich habe hier auf jeden Fall eine Menge gefunden noch. An Waffen. Präzisionsgewehr habe ich hier noch.
glaube, ich habe den Weg. Ja? Mhm. Ah, dann komme ich mal. Hier kommen auch die ersten angelaufen. Sehr gut. Ja, zack, zack, zack. Ja, ich halte die Gott sei Dank noch ganz gut in Schach. Da hoch, komm. Ja, das zerfetzt hier wirklich. Unglaublich. Alter, das sieht aus, als wenn man Marmelade macht. Hochgekommen. Ja. Ach, wie ich da hochgekommen? Ja. Warte mal, ich mach die nochmal platt und dann komme ich dir mal entgegen. Wenn ich schaffe, aber das müsste eigentlich klappen. Weil die droppen auch immer ganz gut was hier. Ich muss was einsammeln. Boah. Alter Falter, ach, ey, das ist ja. Hast du es gefunden? Ja, ich glaube, man muss die ganze Zeit im Kreis rennen. Ja, irgendwie so. Ah, ja, ja. Das nimmt ja kein Ende mehr. Ich glaube, die haben alle geschickt, die in anderen Leveln gefehlt haben hier. Ah, oh, der Fette, ey. Oh, die mal mit ihren. Die werfen hier mal mit irgendwelchen Hanteln rum. Knochen, wie auch immer. Ja, die sind sauer, dass die Fitnessstudios zu sind. Ja, auf jeden Fall. Ja, der Große war schon krass, das stimmt. Der war, also der war heftig. Aber warte mal, ich muss den nochmal einsammeln, ne? Ah, sehr schön. Oh, hier kann man ja echt looten, bis der Arzt kommt. Aua! Oh, was liegt denn da Schönes rum? Ach, Rüstung ist das. Okay, okay. Ja, das sieht echt geil aus, wie die platzen, das stimmt. So, jetzt haben wir, glaube ich, das könnte jetzt aber wirklich passen. Oh ja. Das sieht gut aus. Oha. Ich glaube, ich wechsle auch mal die Waffe. Was habe ich denn noch Schönes hier? Ich muss sagen, die Schrot richtig gut. Ja. Ist ja so. Ich finde diese klassischen Waffen sind echt super geil. Ja, da kommt ja noch einer. Alter. Alter, hier geht's aber richtig ab. Hier geht's immer richtig ab. Ja, aber das. Also heute habe ich das Gefühl, heute ist aber echt megamäßig viel los hier. Okay, das ist ja, wir sind ja auch kurz vom Ende, kann man sagen. Jetzt habe ich auf dich geschossen. Ja, ich weiß, habe ich gesehen, ich blute auch ganz schön. Ich auch gleich bei Facebook gelöscht. Ja, genau. Alter, was geht denn ab? Wir brauchen wieder so eine Atombombe. Ja, genau, so ein schwarzes Loch oder so, wo die alle verschwinden. Ich probiere mal hier meinen Wutdrink. Ja. Ja, Teamkiller hier, Friendly Fire, genau. Alter Falter, ah, sehr gut. Das war dieser Zeitverzögerer, kann das sein, oder? Nee, das war dieser Wut hier Drink da. Ah. Was wir vorhin eingesammelt haben. Die mit dem leuchtenden Bauch kommen ja auch ständig an. Ah, jetzt ist hier Ruhe im Karton. Also erstmal einsammeln, ey. Oh ja. Das ist ja wunderbar. So, sehr schön, sehr noch, schön. War noch so ein Getränk. Wie viel habe ich denn? Ich weiß gar nicht, was. Ich muss mal schauen. Aus. Mhm. Ausrüstung aktivieren, sehr gut. You should be able to make radio contact with the others soon. Aus über deinen Kopf. Jetzt müssen wir gucken, nicht, dass hier wieder irgendwo runterfalle. Aber nee, ich glaube, das passt schon. Oder? Nee, warte mal. Scheiße, jetzt bin ich hier im Berg runtergerutscht.
Ja, das ist so gedacht. Ist richtig so, ja? Ah, hier gibt's auch den Laser. Okay, weil... Oh ja. Sehr gut. Das wird super jetzt mit dem Laser. Mhm. Ja, der Laser ist auch nice. Mal gucken. Uns hier alles eingesammelt? Ja, ja, da kommen sie auch schon. Ja, sehr gut. Jetzt wird Marmelade gemacht. Jawohl. Das ist rasiert, ne? Ja. Ja, lieber seitwärts laufen, dann wird man weniger getroffen. Du kannst nur diese komischen Vierbeiner da reiten, ne? Die anderen nicht, oder? Ja, ich glaube. Also ich habe bei den anderen nicht probiert. Du hast ja Reflexe, ey. Unglaublich. Wird zu weit? So, ja. Oha. Ich glaube, ich bewege mich mal ein bisschen rückwärts. Rückwärts ist nicht schlecht manchmal. Ja. Das ist auch gar keine Feigheit, das ist taktischer Rückzug. Genau. Die wegmatschen, richtig schön. Oh, lecker, lecker. Ach, da ist noch einer, der will es auch noch mal wissen. Ah, da, doch. Oh. Mann, 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 das ist ja wie so eine Klonarmee hier. Mich ein bisschen an Star Wars Clone Wars. Auf jeden Fall haben wir jetzt Mittagessen bis, es reicht für 3 Jahre. Ja. Alter, wer wirft denn jetzt hier mit Feuer? Keine Ahnung. Wieder. Da oben die. Ah. Alter Falter, ey. Hm. Oh, diese Vögel hat sich ja immer am Pinsel. Meisten richtig. Andere Waffe nehmen hier. So, hier können wir erstmal ordentlich was wegbrutzeln. Ey, dieser Laser ist echt richtig genial, ne? Ja, der ist. Haben die überhaupt keine Chance. Viel zu heftig. Ja. Das Coole ist, die platzen da echt wirklich von. Also, es ist ja. Na. Ach, jetzt ist hier wieder... Ah, den haben wir auch weg. Ist ja wieder so ein komischer Flattermann gewesen. Ah, noch einer. Besser wieder. Ja, den kann man ganz gut nachvollziehen, wo der liegt. Ah, da ist noch einer. Alter, wie viel kommen denn davon, ey? Sieht mal aus wie ein Feuerwerk, wenn die explodieren. Heftig, heftig. Ja, so, ich bin mal gespannt, wie das Ende ist. Also, ich auch, falls wir das irgendwann erreichen. Ja, wenn ich überlege, wie lange wir schon spielen, das ist ja echt schon Wahnsinn. So, jetzt müssen wir in die Richtung hier, ne? Okay, wir können ja. Hallo zu meiner Mini-Freundin. Hast du das Achievement gekriegt, ja? Bestimmt. Ich weiß gar nicht. Ah, wobei, es könnte gleich zu Ende gehen, ne? Da ist ja das Portal. Oh, ja. Ah, irgendwie. Ich hab die Kanone bekommen. Guys, das ist so geil. Du meintest im zweiten Teil war das doch so geil, ne? Mit dem, dass du mehrere Kugeln werfen konntest. Ja, genau. Oha. Alter, ich komme mir vor wie auf einer Kegelbahn hier.
Besser. Wann platzen die nicht so? Alter, das geht ja richtig ab. Es ist ja. Aber jetzt haben wir da ein bisschen Ruhe eingekehrt, gell? Ah, oh, ich nehme jetzt hier einen Laser. Laser macht echt Spaß. Naja. Ja, da brauchst du einfach nur ein bisschen durch die Luft wischen und dann fällt alles schon in Ohnmacht. Ach. Ist reiten. Oh, dann. Alter. Genau, die kannst. Das sind die, die du reiten kannst, ne? Ja, genau. Ich weiß zwar immer noch nicht genau wie, aber irgendwann habe ich es mal geschafft. Alter Falter, ey. Ich hab gerade. Houston, wir haben ein Problem. Ich muss ja mal kurz weglaufen. Gefühl, die laufen alle in deine Richtung. Ja, ja. Ich auch. Aber vertragen die jetzt mehr oder so? Kann das sein? Nein. Boah. Ein Viehreifen. Ich hab jetzt auch mal eine andere Waffe genommen. Oh, das ist auch geil, ne? Du drehst dich so um und auf einmal kommen da fünf auf dich zu und du denkst, Alter, was geht ab? Oha. Sie sehen aber auch so aus, als wenn man, müsste man auf dich schießen. Dieses Archivment eigentlich. Was meinst du? Ja, dieses Archivment, was ist denn das überhaupt? Ja, diese Dinger, die du bei Steam kriegst. Ah, okay. Haken. Aber auf Deutsch heißt das ja Errungenschaft oder so. Ah, okay. Das stimmt, das wird ja unten rechts auch manchmal eingeblendet irgendwie, ne? Genau. Erst genau, es gibt ja Leute, die sammeln sowas auch richtig. Ja, kannst auch kaufen. Mhm. Und Verkauf. Ja, genau, das. Ich auch schon mal drüber nachgedacht. Aber das sind ja Blödsinn. Das sind ja nur die Karten, die du kaufen und verkaufen kannst. Genau. Die Sammelkarten. Achievementmäßig. Ich glaube sogar, dass Jessica die sammelt. Irgendwie. Sie versucht immer auf, ne, bei der PlayStation immer auf Platinum, glaube ich, alles zu spielen. Hm. Oha. Also wir sind ja echt schon gut dabei, aber das ist jetzt hier wirklich ein Haufen, der jetzt mal in sich. Ja, da muss ich doch nochmal den Laser rausholen. Ja, da ist wieder einer weg. Da gehen wir mal offensiv mit um. Ah, jetzt kommt der Handgranaten-Johnny noch an. Ich kann aber auch schnell laufen. Scheiße. Boah. Alter, das ist...
so heftig, dass hier an Massen an Gegnern da sind, ey. Aber allerdings. Was die mit dem Hammer, ey, das, Alter, wie schnell die sind. Sieht ja echt aus wie so ein Endkampf irgendwie, ne? Ja. Das ist ja der Endboss von vorhin irgendwie in harmlos ging. Auf jeden Fall, der konnte gar nichts. Ne, und Lappen. Ne, wie macht man nochmal diese komischen Schlangen hier tot? Oh, wenn ich das wüsste. Vermute mal einfach drauf schießen. Oha. Oh, ich krieg schon einen Krampf vom Drücken bei der Maus. Ja, ich hatte eben mit der linken Hand hatte ich eben das Problem, dass ich so jetzt halt auch schnell laufen gegangen bin. Ich muss mal eine andere Waffe nehmen. Ja, wahrscheinlich die Pistole. Ausrüstung aktivieren. Eine gute Idee eigentlich, wenn wir das auch mal. Ich laufe jetzt erstmal geradeaus und matsche erstmal alles nieder. Oh, oben hat sich was zerlegt. Also ein Wurm ist schon im Eimer. Problem ist eher, dass man die nicht trifft irgendwie, ne? Ja, das auch, aber ich auch den Eindruck, es bringt nichts, solange die nicht offen sind irgendwie. Wahrscheinlich muss man den direkt ins Maul schießen oder so. Ja, genau. Eieieiei. Ich probier's mal mit Raketen jetzt. Ich schieße gerade mit Stahlkugeln, aber ist nicht so gerade effektiv. Ah, Laser! So, einen haben wir. Und der nächste. Ja, und der nächste. Komm her. Jo. Ja, mit Raketen geht's auch. Man muss doch nicht das. Also, man kann die einfach irgendwo treffen. Mhm. Ja, gut. Alter, wie so ein Feuerwerk, ey. Das ist ja richtig heftig. Jetzt. Mal Munition einsammeln. So. Krass, ey, da haben wir auf jeden Fall ganz gut was weggehauen. Ja. Stimmt, da hinten dieses Tor, das müsste dann das Ziel sein wahrscheinlich, ne? Geh ich auch mal von aus. Oha. Jetzt geht's weiter, wa? Die Mucke passt ja ganz gut. Hey, who started the party without me? Alter Falter, was ist das denn? Houston, wir haben ein Problem. Ach du meine Güte. Wollten die doch mal testen irgendwie, Ach so, das sind ja unsere. Wir greifen. Das ist die Anfangssequenz. Genau. Das ist ja mal gar richtig krass, dass das ein Rechner überhaupt schafft, ey. Mit Streamen, mit Aufnehmen, mit Ballern, mit allem, 1000 Leute hier. Oh! Just Svenny ist verschollen, aber ich bin wieder da. Wie verschollen? Ja, ich bin gestorben. Oh nein. Jetzt respawn.
Ja, mal hinter die feindlichen Linie so ein bisschen kommen hier. Alter, was da, das ist aber ein Riesensturm, ey. Also was haben wir noch gar nicht gesehen. Ah, da hat einer ordentlich was gedroppt. Oh. Damn it. Die Sequenz kennen wir doch. Boah. Hat er uns weggeboxt. Oh, er ist ein bisschen gewachsen, würde ich sagen. I, Howard Brand, the last human, the beast of the apocalypse. Oh Gott, da ist noch jemand noch viel größer. Oh, great warlock, almighty servant of Tahun. To present thee with a gift for the one infinite. This prisoner, almighty one, is your most hated adversary, Sam Stone. The Lord of Unreason will be most pleased to see him humbled. Let this tribute be the start of a great and powerful alliance. Together, we shall bring about the end of history. Alter. Den Schlag haben wir gemerkt, würde ich sagen. Ja. Oh, oh, jetzt können wir den gleich mal bekämpfen hier. Ein kleiner Zwischengegner. Mann, 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 ey. Das ist ja, als wenn ein Mensch gegen Ameisen kämpft. Aber um Kopf schießen bringt ein bisschen was. Alter, er lädt sich ja wieder auf. Warum das denn? Ist da noch eine andere Möglichkeit, den zu verletzen oder so? Der lädt sich immer wieder auf. Ja. Und blitzt. Du musst ihn hochklettern. Ah. Climbing hier. Zack, rauf da. Oh, vielleicht ist nicht, wie man oben bleibt. Ah, ich sehe, der hat an den Armen irgendwelche Tentakel oder so, wo er sich, glaube ich, damit aufgeht. Der so kleine Empfänger, vielleicht kann man die auch platt schießen. Alter, wie muss man damit klarkommen, hier mit Fallschirmen und Scheiß? Achso, kann man an denen selber hochklettern, oder? Du kannst dich mit diesen Haken an ihnen hochhangeln. Ach du heilige Scheiße. Dann kriegst du... Oh Gott, ist das anstrengend. Irgendwo muss man C4 draufpacken auf ihn. So. Just Svenny ist wieder da. Oh, der ist gleich weg. Bitte. Ja. Wenn er jetzt umfällt, schnell weg. Scheiße. Alter, ist der fette, ey. Ja, ja, genau, gerade ihr, weißt du? Wir zwei Hansels krepeln uns dahin ab. Okay, jetzt kommen endlich die Flugzeuge an. Oh, no, you don't. Take that, Snake Stick. Sam, did you just break the Holy Grail? Yep. Hat den Heiligen Gral kaputt gemacht. Yep. Hey,
boys, did you miss me? You're right on time. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, wir müssten selber fliehen. You betcha. Jetzt rammt er ihn das in die Mütze, wa? Naja. Ui, das war wohl ein bisschen zu viel. That went straight to his head. I would have said, don't lose your head. I already did that one today. That was one hell of a migraine. This is getting very cerebral. Things came to a head. Brain drain is a serious issue. Talk about a head rush. I guess he couldn't get it out of his head. No, no, wait. I got it. We blew his mind. Perfect. Yep, that's the one. I hate it when I come up with the right one-liner 5 minutes after I kill the monster. Yeah, it's the worst. The life so short, the craft so long to learn. I had pun block for a week once. Aber gab's da nicht noch das Raumschiff? Also. Da flogen überall so Viecher, ne? You think this is the end? You think you've won? You have no idea what Tahum is capable of. He will destroy this planet and nothing. Warte, wir haben sie dem festgeklebt, das ist auch nett. Von der Erde mit Liebe. Ach doch, Küsschen. Alter, so wollen sie den zum Mond schießen oder was? Er hat da ein bisschen C4 mit. Oh, and by the way, tell Mental, Earth says hi. Ach, die schießen da jetzt rein. Das ist ja geil, wenn sie das so ins Deutsche übersetzen und da steht dann Röcheln. Röcheln. Alter Schwede, ey, das ist ja fett aus. Ich würde sagen, das Stargate ist hinüber. Das war, glaube ich, war das Kroatisch? Ich glaube. Also Z-I-V-E-L-I oder so. Civeli. Civeli heißt sowas wie, also quasi ne, groß. Ah, okay. Americano. Nana, I have a mission for you. Silly boy. Let's do this. Oh, jetzt sind da die alte Frau mit. Ja. Super, dann haben wir es ja geschafft. Alter, fett. Ja. Boah, auch endlich was zu Ende gespielt. Ja, auf jeden Fall. Und zum Schluss war es auch echt anstrengend. Ja. Naja. Weil Dingens, ich fand es ein bisschen schade, dass wir...